jeden Fall, ne, hier, erzähl mal ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ja, also wir sind hier bei Anytime Rising 15. Mhm, okay. Ich bin Dafung, wenn man uns schon hört. Ja, ich bin Nowin, ne? Nowin, okay, Nowin. Das erste Mal hier. Ja. Ja, wir sehen hier Winner Semifinals. Also okay. Schon mal die Top 4. Mhm. Safe. Oder laber ich scheiße? Weiß ich nicht. Nee, ich laber scheiße. Top 6 sind die safe. Und wir sehen hier Ian auf Pokémon Trainer, okay. Rechts auf Shiki, mhm. gegen Linetox auf Mewtwo. Beide auf jeden Fall immer am dem Chart spielen. Ja. Und gerade sieht es eigentlich relativ even aus, relativ gleich. Die sind hier auf Small Battlefield. Ja, beide ungefähr gleiche Prozente. Mhm. Ja, cool, cool. Also ich habe halt keinen Plan, was da abgeht. Ich ja. bin das erste Mal hier, ich habe das Spiel... Ja, also bei Minuten gespielt. Pokémon Trainer, der Charakter, den Ian spielt, hm? Der hat halt drei verschiedene Charaktere in sich. Also ja. hat er mal hier Shiki, gerade den blauen, und Bisa Knosp, der ist so ein bisschen so mittelschnell, mhm. und dann Glurak, der ist so ein bisschen heavy. Das ist der Tank. Genau, das ist der Tank, okay. genau. Und Mewtwo, er hat so sein Shadow Ball, siehst du gleich auch, wie Lilatox immer macht, das ist mhm. der lila Ball. Ja. Und den kann er mal aufladen und den versucht er immer auf den Gegner zu schießen, um halt den dazu zu bringen, zu ihm zu kommen, aber der Afro killt ihn da. Er ist gegen den Bildschirm geflogen. Geil, Alter. Das ist wie Tontrauben schießen, wirklich. Das stimmt. So, Linetox, gerade jetzt mit dem Lied. Und leider hören wir auch nicht die Musik von dem Match. Nee, ich höre auch gar nichts. Nee, also den Sound. Wir hören nur uns. Ja. Weißt du, hörst du dich selbst? Nö. Auch nicht? Nein. Okay, ja gut, dann Scarf bei dir. Ja, ich... It is what it is. Muss man hier was machen? Nee, ne? Nee, ich würde das nicht berühren. Okay, dann berühre ich mal lieber gar nichts. Ja. So, aber Linetox ist gerade an der Kante. An der Kante möchte man nicht sein. Weißt du? Möchte man nicht. Möchte man nicht. Runterfallen ist nicht gut. Genau, das Ziel des Spiels ist es ja, mhm. Gegner aus dem Bildschirm heraus zu befördern. Und wenn du an der Kante bist, bist du ja automatisch schon näher am Bildschirmrand. Mhm. Und du hast weniger Optionen. Guck mal, wenn du jetzt in der Mitte von der Stage bist, ja. kannst du einfach weglaufen. Passiert nichts. Aber wenn du an der Kante bist, du hast keinen Platz mehr. Du wirst getroffen, ob du willst oder nicht. Aber es sieht gerade sehr even aus. Ja. Ich weiß noch nicht, wie es bei denen ist, wie der Set-Record ist zwischen denen. Jetzt höre ich mich auch. Jetzt hörst du dich. Ja, okay, sehr gut. Unser Techniker gerade drin gewesen. Ja, aber keiner kann sich irgendwie so einen richtigen Vorteil rausholen. Nee, irgendwie ist das, ja, passiert nichts. Ziemlich langweilig. Aber der Shadow Ball. Shadow Ball. Damn. Das war so ein KO out of nowhere. Das ist die V-Neck Power von Linetox. Oh, okay. Das sehe ich. Aber wir haben gesehen, Linetox hat schon beide Stocks erst geholt. Mhm. Also Falk muss immer nachziehen bisher, oder Ian muss immer nachziehen. Wer ist jetzt, rechts ist Ian. Dann rechts ist Ian, genau. Er ist Yi, oder? Er ist Yi, genau. Okay, okay. Und Linetox ist Linetox. Ja, das ist okay. Ja, okay. Okay, aber Linetox hält ihn gut an der Kante. Ja. Falk kommt nicht so ganz raus, oder Ian kommt nicht ganz raus. Nee, also irgendwie fliegen die auch ziemlich oft aneinander vorbei, ne? Also ja, okay. Irgendwie, weiß ich nicht. So, Falk. Oh, Damn. Aber sneaky. Damn. Sneaky. Er war eigentlich an der Kante. Man mhm. denkt, er geht einfach mhm. ran, hält sich fest. Aber Glurak hat so einen dicken Schwanz. Sehr. aber Linetox hat den größeren. Ja. Ja. Dass er ihn dann noch getroffen hat. Aber. Ja, Linetox hat ihn gerade selbst mit seinem eigenen Schwanz da besiegt. Ja, aber 1-0 für Linetox. Da ja, kam gut. Falk oder Ian nicht ganz aus der Kante und raus. Und wie lange geht das? Best of 5 ist das jetzt schon. Best of 5. Also wer zuerst 3 Wins hat. Das war jetzt Runde 1. Genau. Und jetzt muss Linetox 3 Stages bannen, mhm. auf die er nicht möchte. Oder kann Falk oder Ian sich das aussuchen, auf welche er da geht? Darf er jetzt sofort 3 bannen? Oder? Ja, jetzt bannt er 3. Nicht von all denen. Es gibt so 9 Stages, die für Trio zugelassen sind. Von dem bannt er 3 und dann kann Ian sich aus den restlichen 6 ausruhen. Und wir gehen nicht mehr auf Small Battlefield, sondern auf Battlefield. Okay. Also einfach Small Battlefield in größer. Du hast oben nur eine Plattform. Das ist eigentlich der Unterschied. Ich glaube, wir sehen hier auch keinen Switch. Also Linetox habe ich noch nie was anderes als Mewtwo-Spielen sehen. Mhm. Und Ian ist, glaube ich, auch confident. Ich glaube, scheiße, er spielt Enderman. Er spielt Enderman. Alter. Ui. Okay, das ist wild. Das ist krass, wild. Da gibt es eine kleine History davor. Okay. Weil... Linetox, der wurde gottlos gefarmt jedes Mal, wenn Falk Steve oder Enderman gepickt hat. Mhm. Außer letztes Mal. Da hat er irgendwie hier Ian gefarmt, als er Steve gepickt hat. Also eigentlich ist das die Wunderwaffe gegen Linetox. Aber letztes Mal hat er es vielleicht gelöst, was jetzt auch gerade ein bisschen so aussieht, ne? Aber Steve mit der Axt, er wird einfach abgebaut. Er wird abgebaut. Er wird gemeint. Legit, er wird in einen Stack Holz verwandelt. Thanks for watching. Thanks for watching. Ja, die wussten, ist vorbei. Oh!
Nein, das gibt's nicht. Oh, nee, aber er kann noch jumpen. Alter. Er kann sich recovern, Keine Angst. Und Steve ist auch so, er hat so eine Workbank. Eine Workbank. Auch Werkbank genannt. Workbank. Und da kann er sich neue Werkzeuge bauen. Ah, okay. Weil er startet mit Holz, kann sich aber bis zu dir hocharbeiten. Und, damn. Upsmash, schon bei 100. Der Faceplant. Ja, und wir sehen auch beide aber keine Emotionen gezeigt bei dem Kill. Nein. Beide gefokust. Das sind einfach emotionslose Killer. Das sind Krieger. Das sind richtige Kämpfer, sind das. Also Excel-Killer können sich ein Beispiel nehmen. So, aber guck dir das mal an, das ist doch einfach... Oh, sogar aus dem Leichtschwer rausgehört. Einfach ein Hagel an Kugeln gewesen. Okay, Alinotox greift gerade die Stage an, ich weiß nicht, was er da machen wollte. Ist das jetzt... Was macht er da? Oh! Okay. Also ich habe keinen Plan, was da passiert. Ja, also Falk, Ian... Ja. Ian und Linotox, ja, beide auf 100%. Ja, jetzt beide auf den gleichen Stocks. Ist gar nicht so schlimm für Steve. Okay. Du siehst ja unten über seinen Prozentleiste ist so eine Materialanzeige. Ja. Da sieht er die Erde, Holz, Stein, Iron. Gold, Diamond. Genau. Und du siehst ja Diamond und den benutzt er jetzt gleich. Den baut er. Siehst du, er hat ein bisschen reingeschissen? Jetzt hat er Diamond. Und jetzt. Diamond ist so die Ultimate Weapon. Absolut. Also, da machst du mit einem Schlag irgendwie 20%. Und Steve kann also 8 Schläge hintereinander machen. In wie vielen Sekunden? 8 Sekunden. Mhm. Also du kannst da nichts gegen machen, das ist das Problem. Siehst du, Linotox wird zweimal getroffen, 40%. 67%! Und der Amboss out of nowhere, Alter. Und diese Wand ist so assi. Weil, du musst dir vorstellen, er baut so eine 3-Block-Wand hoch. Und der Gegner kann ja nicht einmal durchrennen. Aber der Gegner will zu Steve, weil er meint die ganze Zeit Materialien, er will ihn davon abhalten. Und das heißt, er muss irgendwie über diese Wand kommen, aber Steve, er macht einfach F-Smash, er macht irgendwas mit dem Schwert, irgendwas mit Diamond und man stirbt da so früh. Heftig, okay. Genau, Alinotox kommt rein, ist auf Stage. Ja, Diamond Becker. Alter, das war krass. War das gut? Das war crazy, das ja. Okay. Also, war jetzt nicht so crazy, weil Steve mit Diamond, das ist halt einfach stark. Und wenn er jetzt einmal trifft, dann kann er auch schon tot sein. Also, wenn Ian jetzt, guck mal, jetzt hast du gesehen, die Spitzhacke ist kaputt gegangen, er muss sich eine neue bauen. Hat er auch schon geschafft. Noch nicht ganz. Oh, doch, hat er geschafft. Aber er ist tot. Aber er lebt. Er lebt noch. Und er springt, fliegt und siegt. Oh, kommt. Oh Gott, er macht... Komm, Emote. Oh mein Gott, was sagt er? Das war goofy. Das hat er gefumbled. Das war zu gierig. Ja. Hätte er nicht machen müssen. Ja, Linotox 2-0 vorne. Also, Ian hat noch nicht einmal gewonnen. Nee. Das sieht schlecht aus für ihn. Und das war wirklich dieser Steve, dieser Enderman. Das war mal die Wunderwaffe gegen Linotox. Aber jetzt. Das Gegenteil. Jetzt nicht mehr. Gegenteil. Er hat Spiegel gemacht, er hat Gummimauer gemacht. Gummimauer? Ja. Damn. Das heißt, was glaubst du? Bleibt er jetzt bei Steve? Oder Enderman? Oder bleibt er. Nee, ich glaube, er wechselt. So Pokémon Trainer wieder? Ich glaube, er wechselt. Find's auch interessant. Guck mal, Ian hat hier seine eigene Musik auf den Kopfhörern und hier Linotox ist verbunden mit der Switch. Das heißt, er könnte jetzt richtig Scheißmusik reinmachen. Aber macht er nicht. Oder? Kann man sich da selber Musik hochladen? Nee, aber es gibt vorgegeben. Ja, es gibt so 800 Tracks oder so, 400 Tracks. Gibt viele. Okay. Und ich glaube, er macht tatsächlich den Play. Er macht also Musik. Nee, doch nicht. Aber es gibt auch so Musikstücke, da hört man gar nichts. Oder es sind so Naturgeräusche. Okay, ja, völlig. Aber ich glaube, er bleibt bei Steve? Bleibt er bei Steve? Ich glaube, er überlegt. Oder? Nee, er macht. Hat schon ausgewählt. Er macht. Okay, natürlich nicht, jetzt nicht mehr Enderman. Muss man bedenken. Ist einfach ganz normal Steve. Ist einfach Steve. Ändert sich auch nichts von den Fähigkeiten her, nur vom Skin. Ja, mal sehen, ob Ian jetzt irgendwie was anderes machen kann, dass er jetzt gewinnt, aber es sieht gerade schlecht aus. Never mind. Und er fährt einfach mit dem Minecart. Das ist der Wahnsinn. Kann er aber auch. Guck ihn dir an. Kann er nicht unendlich machen, tatsächlich. Nee? Ja, das zieht halt immer so ein Eisen aus seiner Leiste unten. Und wenn er kein Eisen hat, macht er auch nichts. Ah, okay. Ja, man sieht aber Linotox, das ist ein Macher. Aber der kennt Steve jetzt irgendwie. Er hat sich angepasst. Er hat sich angepasst und weiterentwickelt. Oh, aber? Oh, mit dem Firework. Damn. Linotox, mit der Nair kommt er raus. So, wieder im Neutral. Er kann den ersten Hit kriegen. Oh, Steve, aber Spitzhacke kaputt. Nichts passiert aber. Was, Alter? Hat er sich einfach Stein gebaut? Aber muss man auch sagen, Steve ist gerade auch einfach the GOAT, finde ich. Er baut, kämpft und craftet. Das muss man mal schaffen.
Das ist crazy. Das schafft kein anderer Charakter in dem Spiel. Ich habe gerade überlegt. Ich glaube, ja, es kann kein anderer bauen. Es kann auch kein anderer craften, oder? Nee, nicht, dass ich weiß. Das ist nur Steve. The Goat. Kann auch TNT machen, hast du gerade gesehen? Ja, aber erstmal fliegt er aus dem Bildschirm. Ei. Je hat er gesagt, dass er rausgeflogen ist. Das ist ganz kacke. Ei. Okay, Lindytox weiß natürlich, er kann es einfach chillen. Er kann da bleiben, wo er ist, aber macht er nicht. Er will reingehen. Immer rein in die Olga, ne, wie man sagt. Aber absolut. Sieht nicht gut aus für ihn. Also. Ich hätte auch lieber nochmal den BT gesehen. Au! Aber der F-Smash. Schärfe 5 Schwert, Alter. F-Smash ist was? Wenn er den Schwert. Das Schwert ja. So zur Seite einfach nur schlägt. Okay. Das ist F-Smash. Also die Smashes sind halt die starken Attacken. Das kannst du halt nach oben, zur Seite oder nach unten machen. Und F ist halt nach Forward. Damn. So, was hat den gekillt gerade? Habe ich nicht gesehen? Nee, ich auch nicht. Ich glaube, der war nicht so spannend, wenn wir es gesehen haben. Also ist egal. So, Falk oder Ian. Jetzt wieder auf der Aufhaujagd. Er war noch nicht einmal vorne. Das wird krass. So, er muss jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Er ist ein Minecart. Okay, yes. Damn. Die Axt. Nichts. Oh. Er macht wieder Universum oben. Die Kamehameha. Und Scheiße. Weg, Alter. Scheiße. Ja, das sieht kacke aus gerade. Ja, das sieht ganz schlecht aus. Ja. Oh! Oh mein Gott. Oh. Ich dachte, er nimmt ihn gerade. Ups. Ich hab auch gedacht, er fällt runter. Ich dachte, er gibt ihm gleich so eine Urkunde für. Keine Ahnung, bestandenes 03. Okay, was macht ihr hier? Die Wombo-Kombo? Okay, aber nichts passiert. Nichts, ne? Passiert irgendwie nichts. Also Steve hat eigentlich mehr Möglichkeiten. 87% schon. Und du siehst so, er hat keine Material mehr. Fast gar nichts. Oh! Oh mein Gott, das Kill. Never mind. Okay, F-Smash. Umso roter die Zahl, umso doofer, ne? Genau. Okay, das hat jetzt noch nicht gekillt, weil es kein Diamant war. Jetzt muss er ihn irgendwie an der Kante halten. Diamant wäre das Kill gewesen. Absolut. Diamant hätte seine Kinder auch gekillt. Danach. Und deren Kindeskinder. Auch, aber die fair. Damn. Die macht er schnell. Und B-Team Rocket verschwindet er im Hintergrund. Schade, aber ist nun mal so. Ah ja, es ist noch eine Runde, ne? Nee, 0-3. Also, 0-3 schon. Schade. Ja. Moin. Guten Tag. Wild, ne? Ja. Das war schon wild. Das war crazy. Aber Ian ist noch nicht raus. Er ist jetzt da.